Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wacker und wir wollen jetzt mal irgendwie ein Spiel zocken. Ja, ich habe mich für Dead Space 1 entschieden. Neues Spiel. Wir machen erstmal Mitte. Ich habe gehört, es soll gruselig werden. Habe ich jetzt nur so mal gehört. Ne? Es soll gruselig werden und schwierig. Deswegen reicht Mitte. Sonst würde ich auch, wer Left 4 Dead 2 von mir kennt, dort nämlich auch immer fortgeschritten. Sonst würde ich auch schwer nehmen. Und zwischen Frequenz, Sequenz kommt jetzt gleich ein Zwischenvideo. Deswegen werde ich jetzt gleich mal meine Klappe halten. Viel Spaß. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium... Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hölle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich hab soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los.
Jo, Freunde, wir haben einen Job zu erledigen. So. Die erste Folge werde ich vielleicht 20 Minuten machen, weil, wir jetzt so lange ein Zwischenvideo hatten. Ja, gehen, das wissen wir alles. Also ich weiß das schon. 5 Minuten oder sowas habe ich mal hier gezockt oder 10 Minuten alleine, aber ab einer gewissen Stelle wird es auch für mich neu sein. Aber wartet mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr mich so hören könnt. Audio. Mal alles ein bisschen leiser stellen. Ich will jetzt nicht zu leise stellen, also. Muss ich das jetzt ehrlich schieben? Ah, das kann alles so bleiben. Das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. So, Standard abbrechen. Annehmen. Hoffentlich ist das jetzt leiser. Das ist halt das erste Mal. Wir sind ja falsch. Ich werde einfach mal jeden Tag eine 15-Minuten-Folge hochladen. Und die wird 20 gehen. Sie haben nicht die Verbindung zum Podbooster verloren, Sie haben den Podbooster verloren. Unglaublich. Es ist heute, 62 Jahre später, das dienstälteste Schiff seiner Klasse. Sie hält den Rekord. Bitte warten. Dann warten wir mal. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. A. E. Drücken. So. Gehackt. Hallo, Freunde. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ist es aber sollte, nicht. Ist aber nicht. Oh. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und nehmen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie gerne. Den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Ja, gerne. Ja, M ist Karte, J ist Aufgabenbildschirm und B ist Lokalisiere. Also, das wissen wir doch. Also, ich weiß es. Das sieht nicht gut aus. Sieht's auch nicht. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Ah, hinter mir ist was, hinter mir ist was. Ja, ich bin schon dabei, verschwinden. Verschwinden, verschwinden, verschwinden. Oh, ich hab's geschafft. Beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Hier war ich nämlich schon. Ah! Geschafft. Oh, Inventar.
So. Der sieht nicht mehr ganz... Oh, eine Waffe. Zielmodus. Zielen. Schießen. Ja, eher nachladen, das wissen wir doch weiter. Ach, da stampfen wir das hier so. Leertaste. Und Schlag war so ohne Ziel. Ich schieß mal dagegen. Ah, ich hab nur 9 Schuss. Ich denke immer, die leben noch, wenn ich die da so bewegen will. So, nachladen. So. Gesundheitsanzeige. Ist das da, ne? Diese Wirbelsäule, die wir da haben. Gesundheitstaste ist Q. Aber brauchen wir ja auch. Medikit. Gucken, wie viel Schuss haben wir jetzt? Sind nur Medikits, ne? Wie bewege ich die? Ah, Pfeiltaste. Kredit 0. Schuss 10. Bleib doch offen. So. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Das klingt ja gut. Bis hierhin bin ich auch alleine gekommen. Ja, Karte ist M. Und dann habe ich gespeichert und ja, danach geht es für mich auch ohne Erfahrung los. Ja. 14 Minuten habe ich alleine schon gespielt. Gespeichert. Gucken. Sicherlich gespeichert. Ja. So. Oh. E drücken. Nicht auftreten. Bewegt die Hand sich noch? Hier spricht
Friedrich Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Cool. Oh, hier ist noch ein Speicherort. Soll DS-Slot 2 auf Speichereinheit C wirklich überschrieben werden? Ja. Bitte. So. Wo geht's lang? Ah, hier. 6 Schuss übersehen. Ja, toll, hier komme ich nicht durch. Wo muss ich dann durch? Von hier kam ich, ne? Ja. Sorry, Leute, wenn ich hier gerade ein bisschen rumirre. Ah. Puh. Muss man ehrlich? Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Trennen Sie Gliedmaßen ab, um Gegner schneller zu töten. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Wenn Sie Gegner... So. Ziemlich laut hier, ne? Ziemlich laut. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Oh, das ist ja witzig. Ziemlich witzig. Ah, hier ist ein neuer Speicherpunkt. So. Ja. So. Das heißt, da muss ich lang. Licht aus ist nie gut. Ich speichere jetzt am besten nochmal. Und dann war es das auch für die erste Folge von Freunde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin Saka und das war Dead Space, die erste Folge. Tschüss, Leute.